Hallo meine Freunde und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir gehen heute mal mit den Vampiren gegen die Hochelfen in die Schlacht. Und ich habe mal eine Frontlinie dabei, die zu einem Großteil aus Zombies besteht. Die sollen einfach nur halten. Die ganze Frontlinie, die ich hier habe, die soll, ist nur dafür ausgelegt, den Gegner zu halten. Während meine anderen Truppen den Schaden machen. So ein bisschen, können wir mal so aufstellen. Und so haben wir noch zwei Blutritter. Wir haben einen Schwarm Fledermäuse. Und wir haben Manfred in der Luft. Und wir haben eine Flederbestie. Das ist mein Killteam für die Luft. Und wir haben noch zwei Hunde dabei. Die stelle ich einfach mal hier hinten so auf. Und hoffe drauf, dass sie mir jetzt nicht gleich zerschnetzelt werden. Wenn er schnelle Truppen hat, dann müssen wir mit denen irgendwie ihn ausmanövrieren und hier zurück zu unserer Hauptarmee gehen. Hier mit den Zombies und so, da sollte man eigentlich immer die Gruppe locken, damit die in gleicher Geschwindigkeit laufen. Und ich hoffe halt jetzt nur mal drauf, dass seine Truppen meine Zombies nicht so schnell ausschalten können. Das können die Elfen ja nicht so gut. Infanterie, also zahlenmäßig starke Infanterie, schnell ausschalten, da sind sie nicht so toll drin. Okay, er hat einen Drachen. Er hat eine Menge Schwertmeister hier, zwei Stück. Flankiert von Dings. Und Grenzreiter, aber das sind die mit Nahkampf. Okay, alles klar. Also wir werden seine Bogenschützen jetzt möglichst gut binden. Und dann werden wir hier so ein bisschen so einen Blob bilden. Gut wie es geht. Gehen wir gleich mal auf seinen Helden in der Luft. Da haben wir nämlich gar keine Lust drauf, dass der uns irgendwie großartig noch Ärger macht. Unsere Hunde gehen sofort zu den Bogenschützen hier an der Flanke. Damit wir jetzt möglichst wenig Schaden fressen. Und mit unserer Kavallerie, mit der gehen wir natürlich jetzt richtig bösartig auf seine, um die Flanke rum hier einfach. Wir committen hier jetzt alles, was wir haben. Und wir können auch noch ein paar Zombies beschwören im Grunde genommen. Hier hinten. Und wir haben auch noch Spirit Leech, mit dem wir mal seinen General als erstes ausschalten wollen. Unsere Hunde kümmern sich hier ganz gut um seine Bogenschützen, das gefällt mir schon mal. So. Wir können uns dann auch mal heilen. Zumindest Manfred, den fokussiert er nämlich hier gerade so ein bisschen. Aber es macht nichts, alles gut, wir können uns ja hochheilen. Leider haben wir bereits unseren Wagen verloren, aber das ist okay. Dann gehen wir mal mit einer Einheit Blutritter raus. Und jetzt kann Manfred mal hier hinten die verfolgen, während unsere Flederbestie einen Schadenszauber hier auf einen Speizauber hier auf seine Truppen castet. Die Hunde hier kämpfen jetzt gegen die Garde hier, gegen diese Bogenschützen, aber das ist okay. Wir kommen mit unseren anderen Blutrittern nochmal rum. Ich meine, Problem ist nur, diese gottverdammte Siegerte von Lutern, auf die habe ich keine Lust, deswegen werde ich die mal Spirit Leechen jetzt. Und zwar die hier einfach mal. Hier können wir unsere Flederbestie einfach weiter an seinen Truppen dran lassen. Und den nächsten Spirit Leech, den sollten wir uns dann auch mal für die Schwertmeister aufheben. Okay, hier haben wir seine Kavallerie ausgeschaltet, sehr schön. Ich weiß gerade, ich überlege gerade, ob ich hier nochmal ein Spirit Leech casten soll. Machen wir mal. Dann können wir hier mal einen Drachenatem drauf schicken. Unsere Frontlinie ist schon völlig weg.
Aber das macht nichts. Ich glaube trotzdem, dass wir jetzt momentan eigentlich gar nicht so schlecht dastehen. Oh, jetzt hat er uns hier genetzt. Alles klar, ja, das ist kein Problem. Und wir kümmern uns hier einfach um seine rumstehenden Truppen. Können hier einfach vor ihm abhauen, weil er kann uns nicht fangen. Und töten jetzt dann da hinten einfach seine isolierten Truppen, weil wir haben jetzt nur noch... Er hat jetzt schon bereits alle seine mobilen Truppen verloren. Was bedeutet, dass wir einfach ohne Probleme seine langsameren Truppen durch Cycle-Chargen zum Beispiel ausschalten können. Aber das nächstgrößere Problem ist jetzt eben sind seine Bogenschützen. Um die müssen wir uns als nächstes kümmern. Wenn er hier unbedingt mit seinem General hier reinkommen will, dann darf er das gern machen. Weil dann können wir nämlich seinen Magier nämlich gleich noch töten. Aber wir könnten eigentlich auch mal einen kurzen Drachenatem hier auf die Schwertmeister hier casten. Die Blutritter hier hinten haben die Bogenschützen jetzt ausgeschalten. Ist wunderbarst. Sein, So. Nächste Mission ist es jetzt, ihn mit beschworenen Zombies zu binden. Unsere Kavallerie zu nutzen, um ihn zu töten. Aber als erstes können wir mal hier hinten seine isolierteren Truppen uns vorknöpfen. Mit unseren ganzen Einheiten. Die Flederbestie ist auch wieder zurück. Hier binden wir ihn jetzt mal mit unseren Fledermäusen. Und ich würde sagen, wir bereiten uns mal hier auf eine Heilung vor. Indem wir jetzt hier mal landen. Wir brauchen hier jetzt dringend unsere Pferdchen. Und die jetzt hier kommen würden, das wäre optimal. Los, los, beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch, beeilt euch. Wunderbar. Flederbestie kann mal hierher fliegen, mit der können wir dann auch so ein bisschen Drachenatem verteilen. Sollte eigentlich ganz gut sein. Hier müssen wir jetzt raus. Mit unserem Pferdchen. Unsere Flederbestie kommt hierher und macht ihren Todesschrei mal hier mitten in diesen fetten Blob rein. Wir müssen nur dringend jetzt hier unsere Pferdchen rauskriegen. Kann es sein, dass dieser Schrei so ein bisschen verbuggt ist? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er so ein bisschen verbuggt ist. Und wir können auch nochmal einen Drachenatem raufballern. Das dürfte auch ziemlich reinhauen. Hier an der Stelle. Ups. Ich habe ein bisschen meine Reiterei fassen lassen. So, okay. Manfred geht hier runter. Wir gehen hierher. Können jetzt hier mal chargen. Lederbeste kommt mal hierher. Passt schon. Speerträger ist okay. Nur noch ein paar Zombies. Jetzt würde ich mir halt irgendwie einen Vortex-Zauber wünschen, das wäre jetzt optimalst. Und jetzt ist es Zeit, den Kampf zu beenden. Wir müssen jetzt mit allem reinballern, was wir haben. Um den Gegner hier zum Massenrouten. Jetzt kommen die beiden Terrormonster und dann müsste es eigentlich soweit, so wie es jetzt hier aussieht, zu einem Massenrout kommen, hoffentlich. Jawohl. Das war's für meinen Gegner. Schönes Match.
Die Zombies haben allerdings nicht so lange gehalten, wie ich gehofft hätte. Da hätte ich mir eigentlich ein bisschen mehr erhofft, aber das möchte ich nochmal kurz sehen, wie lange die gehalten haben. Ja, Ziel war es jetzt eben, seine überlegene Infanterie, meine Zombies töten zu lassen, während wir den Rest seiner Armee, die Schlüsselelemente seiner Armee ausschalten und dann die Infanterie, die anfällig gegen alle möglichen Dinge ist, zu vernichten. Weil er hat halt mit den Vampiren, also gegen so Schwertmeister hat man da eigentlich kaum eine Chance, auf jeden Fall. Was ich auch ein bisschen schade fand, ist, dass mein Leichenkahn so schnell zerstört wurde. Aber das ist okay, da hat er dann halt viel Ressourcen drauf investiert. Ist mir jetzt mit seinem Drachen gelandet auf dem Leichenkahn und so weiter. Da konnten wir ihn dann schon mal so ein bisschen mit runtergelassenen Hosen erwischen. Also mit runtergelassener Deckung sozusagen, weil er dann hier so ein bisschen isoliert war. Und dann konnten wir ihn halt mit unseren beiden großen fliegenden Monstern angreifen. Wenn wir hätten auch noch eine Einheit von den Blutrittern hierher schicken können und die auch noch auf ihn, also auf seinen Drachen schicken. Also man hat eine Menge Munition auf den Leichenkahn verwendet. Und ich meine, das Gute an dem ist, dass er halt nur 500 Gold kostet. Von daher. Und da hat er sofort seinen verdammten Drachenatem eingesetzt, die so stark sind. Die werden allerdings jetzt auch noch genervt. Den Drachenatem. Die sind auch meiner Meinung nach echt ein bisschen zu stark momentan. Und die Blutritter sind halt diesen illyrischen Reitern um Längen überlegen. Gar keine Chance. Was er einfach gut gemacht hat, mein Gegner, war, dass er hier seine Infanterie so breit aufgestellt hat. Dadurch hat es uns erschwert, einen vernünftigen Blob zu bilden, was die Vampire ja immer wollen. Aber nichtsdestotrotz konnten wir uns hier genug Zeit erkaufen. Und da wir jetzt den Leichenkahn eh schon verloren hatten, ist es auch nicht so wichtig, diesen Blob zu haben da. Und hier, das tut natürlich richtig weh, so ein Angriff von zwei Blutrittern. Schaut mal her, was die innerhalb von wenigen Sekunden aus dieser elfischen Kavallerie machen. Das ist ganz übel. Das einzig Blöde war halt jetzt noch diese Seegarde hier, die da ein bisschen Probleme macht mit ihren Speeren. Ich finde auch, ein bisschen weniger Nahkampfabwehr würde denen auch nicht schlecht tun. Aber ja gut, ich weiß auch nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht, ob das wirklich so ist, ob ich das so sehe. Ich finde die irgendwie immer nur so ein bisschen ärgerätzend, gegen die zu kämpfen halt einfach. Aber so sollen sie auch sein, so sind sie auch gedacht. Hier hat er jetzt einen Fehler gemacht, da ist er jetzt in den Blutfittern gelandet. Das ist eine ganz dumme Idee, mit eurem Drachen in Blutfittern zu landen. Die Blutritter können den Drachen lange Zeit davon abhalten, abzureben. Und die machen ihn im Nahkampf fertig mit ihrem Anti-Large-Bonus. Der Drache hat zwar Rüstung 80, aber bei den Blutrittern kommt trotzdem noch genug Schaden durch. Und eigentlich hatte ich noch den Vanhels Totentanz dabei. Einfach aus dem Grund auch, um meine Blutritter hoch zu buffen. Deswegen hatte ich den Vanhels Totentanz dabei. Hätte ich den jetzt noch hier auf die Blutritter gecastet in dem Kampf hier, dann hätten sie auch noch zusätzlich Geschwindigkeit bekommen und hätten dann den Drachen komplett davon abhalten können, abzuheben. Und dann den Lichtmagier dabei, auch eine coole Sache, welche Zauber hat er dabei. Fahrschützendes Licht und das Netz. Oder ist es fahrschützendes Licht. Beides auch Zauber, die ich bringen würde. Sehr gute Wahl, meiner Meinung nach. Und hier konnte man halt unsere überlegene Geschwindigkeit ausnutzen. Und er ist uns halt mit seinem Magier hier gefolgt. Das ist auch eine relativ schlechte Idee gewesen. Weil wenn sein Magier jetzt hier alleine von den Blutrittern umzingelt wird und die Infanterie noch lange Zeit braucht, bis sie ankommt, dann haben sie halt ein bisschen ein Problem. Und wir haben uns hier halt einfach methodisch einfach als erstes die schnellen Truppen ausgeschalten, unseren General. Je nachdem, wie sich halt die Gelegenheiten ergeben. Und nachdem das dann erledigt war, konnten wir seine Bogenschützen ausschalten, die auch noch in der Zwischenzeit gebunden waren von Fledermäusen und Hunden. Und dadurch konnte man dann, wie gesagt, die Schlüsselelemente, also schnelle Truppen, sprich Kavallerie und Drachen,
ausschalten und danach die nächsten, nämlich die Bogenschützen, die Fernkampftruppen, danach den Offizier hier noch. Und nachdem diese drei Elemente dann weg waren, konnte man dann hier in Ruhe seine Schwertmeister und seine restliche Elite-Infanterie durch Kavallerieangriffe vernichten. Einfach dadurch, dass wir auch Zombies beschwören können und seine Truppen auch teilweise binden können mit Zombies und sie lange Zeit mit den Zombies irgendwo festhalten, weil die elfischen Truppen sind ja meistens so um die 75 Mann. Entweder das oder sind Speerträger mit einem relativ niedrigen Nahkampfangriff. Was dann dazu führt, dass die so eine riesige Zombie-Horde zwar definitiv fertig machen werden, und zwar, dass es kracht, aber die brauchen dafür halt relativ lang, weil es einfach so wenige sind. Und genau das macht man sich dann eben zunutze. Ich habe es jetzt einfach mal probiert. Was natürlich noch cooler gewesen wäre, wenn wir noch ein bisschen besser blobben hätten können mit unserer Infanterie und dann noch den Leichenkahn ausnutzen hätten können. Aber gut. Und ihr seht schon auch, Manfred auf einem Drachen. Ich hatte jetzt hier auch 5 Zauber dabei, also eigentlich sehr viel. Aber mit Manfred kann man das machen, weil der dieses Schwert da hat, diese... hier heißt es nochmal... ganz kurz einen Moment, wie heißt denn dieses Schwert? Genau, das Schwert der unheiligen Macht. Und mit dem Ding in Kombination mit seiner Fähigkeit, seine Magiereserven zu erhöhen, also dieser Meister der schwarzen Künste, kriegt ihr mit Manfred einfach so dreckig viel Magie. Manfred ist einer der besten Magier im Spiel. Allerdings kostet er in der Form, wie ich ihn jetzt hier mitgebracht habe, auch 3100 Gold. Also sehr, sehr empfindlich. Also wenn er den verliert, dann hat man echt ein Problem. Und wir sehen jetzt auch hier wieder eine Einheit Zombies beschworen. Und die gehen schon ziemlich down, aber die brauchen halt einfach so ein bisschen lang dafür. Vor allem, wenn man bedenkt, dass seine gesamte Armee hier drin steht, eigentlich gerade. So kann man sich dann halt solche Blobs machen. Ist ein bisschen frustrierend, dann in den Schuhen meines Gegners zu stecken, aber gut. Ja, ich weiß nicht, normalerweise versuche ich immer so ein bisschen fair zu spielen, ein bisschen schöne, angenehme Spiele zu haben. So ein bisschen meine Intention bei dem ganzen Ding hier. Ja, manchmal kann man ja auch solche Taktiken fahren. Man ist ja jetzt auch nicht unfair oder so, aber es ist halt ein bisschen frustrierend für den Gegner. Und hier charten jetzt die Blutritter in die losen Elfenformationen, die durch den Verlust ihrer Offiziere und des Generals in heilloses Chaos verfallen sind. Er bringt ihnen ihre verdammte Disziplin auch nicht viel. Die Elfenkontingente hier haben durch die Bank weg wahrscheinlich auch schon den Großteil ihr Martial Prowess verloren, also ihr kriegerisches Können, was ihnen ziemliche Debuffs gibt auf ihre Stats. Was auch echt ziemlich hilfreich ist. Und diese Fledermäuse sind momentan echt so stark. Die halten ewig aus, die haben eine Nahkampfabwehr von 44. Das macht die zu einer echt ziemlich derben Einheit, und vor allem für den Preis, den sie kosten. Und das war's dann. Wunderbar. Ja, die Blutritter hier, die sind echt super stark. 150 Kills, 180 Kills. Super gut. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.